Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf The Old Streamform, auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, gepresst habe ich gerade ohne euch. Habe ich mal fertig gemacht, ne? Dann braucht ihr euch das nicht die ganze Zeit antun, ne? So, wir müssen mal so ein bisschen gerade mal eben AKF machen, ne? Wir müssen mal gucken, wo wir auch Gras mähen können. Weil es müsste ja auch, wenn es geht, ein bisschen was draufstehen, ne? Und nicht hier so Rasenmähen. Ich kaufe immer die falschen Flächen, ne? Ist grundsätzlich so. Jetzt hatte ich die eine Wiese gekauft, die wir letztes Mal hatten. Na, fängst einen neuen Spielstand an, ja, ne? Ist genau die Wiese nicht erntereif. Schicki feini. Aber wir machen jetzt auch KF. Wir haben gerade Zeit, ne? Na, eigentlich haben wir keine Zeit. Wir haben noch genug zu tun, aber kein Druck. Wo kannst du ja auch nicht so formulieren, ne? Heider Neidung. Nee, wir brauchen Heu. Ist wichtig. Damit wieder ein Stissel kommt. Ich habe gesagt, hier an der BGA muss ich langfahren. Wir hätten da lang zum Hof gemusst. Aber wir gucken mal. Ansonsten haben wir nämlich ein Big Problem. Big Problem is now. Hier ist nämlich nix zum Ernten. Schönen Dank. Gesehen? Nix zum Ernten. Ja, es wird noch ein bisschen hakeln, ne? Was stimmt hier nicht mit dir? Alles in Lot oder was? In der Unterhose? Bisschen hochgezogen, die Unterhose, wa? Mitten auf der Straße. Ja, Kantenglättung ist drinnen, ne? Viermal. Deswegen hoppelt das hier auch alle noch so ein Biertgen, ne? Und wenn wir uns irgendeine Wiese noch dazu kaufen müssen. Ich muss ja irgendwas mähen können. Brauch Heu. Ich will ja auch ein paar Kühe und Schafe machen, ne? Und es ist August. Wir müssten holen. Ja, die Feldspritze müssen wir auch gleich eben noch umsetzen, ne? Das kann's nicht sein, ey. Immer kriege ich die falschen Wiesen, ne? Ruhig, Browner, ruhig, ruhig. Ist ja alles Tutti. Dafür ich cool gemacht mit dem Windrad, ne? Ja, Kalk müssen wir auch gleich eben. Da musst du noch pflanzen, Schütz. Jetzt machen wir die da hinten reingedrückt, ne? Ich hab die Tiefenlocker wieder mitten im Weg gestellt, ne? Komm, dann stell sie eben hier wieder rein. Oder wir können sie auch hier mit hinstellen, ne? Hier dürfte sie, glaube ich, erstmal keinen stören, ne? Oder? Oder? Wir müssen auch irgendwie noch so ein Heustrohlager uns irgendwo hinstellen, ne? Wo man das vernünftig reinstapeln kann. Weil das ist ein Riesenhof, ne? Aber so platztechnisch. Sind wir mal ganz ehrlich. Ist das nicht so viel, ne? Ich wollte den Schlipper ausmachen. Da brauchen wir uns nicht. Nichts vormachen. Platztechnisch ist hier nicht so viel Platz. Also, wo du jetzt irgendwo was hinstellen kannst, sagen wir es mal so. Die Schuppe passt noch was rein. Da ist mein Wagen. Den habe ich gesucht. Ich brauche noch ein Bild, ne? Das mache ich gleich. Und liebe Leute, ich bin in den Kommentaren auch nach dem Ukraine, nach der Ukraine gefragt worden. Ne? Ich halte mich da so ein bisschen raus. Politik ist nicht meine Stärke, weil mich das nicht interessiert. Und ich habe meine eigene Meinung. Ich finde es nicht richtig, was da abgezogen wird, aber das hat auch ganz viele Hintergründe noch. Ich habe mich da gestern mit meinem Arbeitskollegen, mit Jörg, noch so ein bisschen drüber unterhalten, weil der hat da ein bisschen mehr Ahnung von wie ich. Und der war auch Berufssoldat und so. Aber wenn es ums Politische geht, dann halte ich mich da raus. Ich finde es nicht richtig, was da abgezogen wird.
Aber man muss sich auch mal ganz klar machen, ne, liebe Leute, was das für uns heißt. Wisst ihr ja, alles wird teurer. Denise könnte, wenn er die Heizung anmacht, erstmal gucken, ob du das überhaupt bezahlen kannst und all so ein Tröd. Und man muss sich ganz fest vor Augen halten. Das finde ich ist das ganz Schlimme an der Sache. Ein falscher Fehler von der NATO oder wie UN oder wie sie alle heißen und es ist in Europa Krieg. Und dessen sollte man sich bewusst sein, ne? Also das ist ein heikles Thema. Ich weiß nicht, was man da auch noch so zu sagen soll. Jeder hat da auch eine andere Meinung zu, ne? Aber ich finde, es ist ein heikles Thema, ne? Man sollte sich immer vor Augen halten, ne? Dass es 5 vor 12 ist, ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. So ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist. Jeder hat auch eine andere Meinung. Ist ja auch total cool, dass jeder eine andere Meinung hat. Aber ich sag euch, das ist schon ein ganz schön heikles Thema. Und ich glaube, da werden wir keinen Spaß dran haben, ne? Wieder so komisch. So viel dazu. Nee, sage ich da einfach auch nicht zu. Kannst auch im Moment nichts zu sagen. Ich ganz ehrlich. Ich sag, das wird nicht lustig. So, ich muss den eben umsetzen. Den Valtra. Schicker Schlepper, ne? Im Moment sind so schöne viele Schlepper rausgekommen. Gerade so für mich, ne? So kleinere. Ich gerne mag. Aber ich kann die gar nicht alle spielen, ne? Weil wir dann einfach zu viel Maschinen haben. Das wollen wir nicht alle. Deswegen. Soll man Luki Luki machen, ne? Wieder gehört uns das hier? Handbremse ist ja jetzt hier. Wir sind da, ne, das gehört uns nicht. Dann müssen wir die Wiese kaufen, aber die ist so riesig. Müssen wir nochmal gucken, ne? Wichtig ist, dass ich ruhig kriege. Jetzt ist schon wieder Pflanzenschutz, aber es liegt noch an, ne? Wir müssen auch mal zwischendurch so Proddelfolgen machen. Und mal so Aufgaben erledigen, ne? So ein bisschen hakelig gerade. Oh, der bleibt sogar stehen. El Perfecto. Das ist Feld 9, oder? Ja. Das reicht auch gerade noch, unser Pflanzenschutz, ne? Erster Wegpunkt, kein cooles. Feld 9, bla 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 bla. Danke. Fährst du da nur einmal rum? Speichern. Feld 9 haben wir noch gar nicht. Pflanzenschutz. Ach nee, schreibe ich nicht. So, du kannst mal Spaß haben. Daneben an die Ecke müssen wir auch gleich noch machen, ne? Nee, da bekommt man nicht so Zeit für. Müssen hier auch noch machen. Schicker Dolz, oder? Habt ihr den 631 schon gesehen, den es auf Modding-Welt gibt? Habt ihr schon gesehen? Nee, ist auch nicht schlecht, ne? So, mach mal an.
glaube, das wird nichts. Reales Grüßen, liebe Leute. Da müssen wir eben umhängen. Ja, kein Zweck. Ist Svenny hat Reha drin. Es gibt Reha. PS, ne? Wo willst du dich dran? Entschuldigung, nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Das kann ich nur einkaufen. Aber sonst habt ihr heute Morgen keine Folge, ne? Muss ich ja eben schnell noch machen. Und dann geht's einkaufen. In Kur. Ich freue mich. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir müssen das Gewicht hintermachen, dann kann der direkt am Ballen wogen. Und dann Trakt zum Kalksträumer. Die habe ich ja gar nicht mehr hier. Halt doch mal hier auf. So voll stickig hier in der Bude. Ja, nimm dann Fergie eben. Nicht den Fergie, den Trakt. Wie komme ich jetzt auf Fergie? Fergie ist nicht da. Alter, nein, ist noch viel zu früh. Medikamente wirken noch nicht, ne? Den Rückwärtsgang drin geschmissen. Zack, zack. Schubrakete. So, Handbremse rein. Vorwärtsgang. Motor aus. Abfahrt zur Fläche. Kalkstreuer hintergebunden, also den Miststreuer, dass wir kalken können. Und dann können wir nämlich gucken, dass wir irgendwann jetzt gleich den nächsten Drillerchen starten, ne? Hätte echt Vorteile. Oh, schöner Schlepper. Guck mal, die Reifen, die sinken mehr ein. Das ist Reha. Der Sven, der hat mir das ausgepackt. Weil ich kann das irgendwie nicht. Ich bin da echt zu dulzig für. Da bin ich ja ganz ehrlich. Oh, der kriegt da auch mal Lässe mit. Wieder den größten Gang drin, ne? Schwung holen. Und wo der hochkommt. Ne, mach mal lieber jetzt aus. Hat doch keinen Sinn. Das ist Reha, Leute. Das ist Reha. Das war vorher nicht so schlimm. Ja, ich liebe das, ey. Das ist schon wieder total genial, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und das macht Laune. Aber so ist das, ne? Weil die Leute, die immer realistisch spielen wollen, die haben das nicht drin. Das sind dann die Realismuskanäle. Das sind die ersten, die solche Sachen nicht drin haben. Im Mod-Ordner und raus ist und dies und das. Spielen aber total realistisch. Ne? Manchmal weiß ich auch nicht. Kann ja auch sein, dass ich das alles falsch verstehe. Das wäre ja nichts Neues, ne? Aber so ist unser Kalkstreuer ruckzuck leer, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist so schlecht, ne?
Kann auch gar nicht gehen, unser Kaltstreu, weil die Zappelwelle gar nicht angeschlossen ist. Ja. Dann ist dem so. Weiß auch nicht. Hier oben ein bisschen quälen, unser 180 PS Schlepper, ne? Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Tschüss!